Hallo, wir machen jetzt die Stundenwiederholung. Keine Sorge, gemeint ist natürlich das Kästchen mit dem Titel Stundenwiederholung. In diesem Video lernst du, wie man mit Hilfe des Binomialkoeffizienten Wahrscheinlichkeiten berechnet. Dazu schauen wir uns ein Beispiel an. Aus einer Klasse mit 28 Personen werden 5 verschiedene Personen zufällig mit gleicher Wahrscheinlichkeit zur Stundenwiederholung ausgewählt. Wie viele Möglichkeiten gibt es, um aus 28 Personen eine Gruppe von 5 Personen auszuwählen? Um diese Frage zu beantworten, benötigt man den Binomialkoeffizienten. Daher siehst du hier nochmal das Kästchen aus dem Arbeitsblatt Kombinatorik zum Binomialkoeffizienten eingeblendet. Mehr Infos dazu findest du natürlich auf dem Arbeitsblatt selbst. Versuche nun zuerst alleine die Aufgabe zu lösen. Pausiere kurz das Video. Gesucht ist die Anzahl der Möglichkeiten aus 28 Personen, unser n ist also 28, eine Gruppe von 5 Personen, k ist also 5, auszuwählen. Die Lösung hierfür liefert der Binomialkoeffizient. Wir notieren also 28 über 5. Das ist gleich, diesen Schritt hier lasse ich aus, 5 Faktorielle steht im Nenner und im Zähler müssen genauso viele Faktoren wie im Nenner stehen, hier bei uns also 5, daher schreibe ich in den Zähler 28 mal 27 mal 26 mal 25 mal 24. Das ergibt 98.280 Möglichkeiten. Das ist ganz schön viel. Findest du nicht? Als nächstes wollen die beiden Schülerinnen Melanie und Stephanie aus dieser Klasse wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie beide nicht zur Wiederholung ausgewählt werden. Benutze, um diese Frage zu beantworten, die Formel Anzahl der günstigen Ergebnisse dividiert durch Anzahl der möglichen Ergebnisse und den Binomialkoeffizienten. Versuche nun die Aufgabe selbstständig zu lösen. Halte das Video an. Schauen wir uns die Aufgabe nun gemeinsam an. Die Anzahl der möglichen Ergebnisse haben wir uns bereits vorhin berechnet. Sie beträgt 28 über 5. Günstig ist hier, wenn 5 der anderen 26 Schülerinnen und Schüler drankommen. Also suchen wir die Anzahl der Möglichkeiten, 5 Schülerinnen und Schüler aus 26 auszuwählen. Also 26 über 5. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt hier also 66,93%. In Beispiel B ist die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass sie beide zur Wiederholung ausgewählt werden. Bitte versuche wieder, zuerst selbst die Aufgabe zu bearbeiten und pausiere das Video. Die Anzahl der möglichen Ergebnisse ist hier wieder 28
über 5. Günstig ist hier, wenn sie beide zur Wiederholung ausgewählt werden. Die Anzahl der günstigen Ergebnisse ist also die Anzahl der Möglichkeiten aus den 26 Schülerinnen und Schülern, 3 auszuwählen. 26 über 3. Gesamt erhalten wir also eine Wahrscheinlichkeit von 2,64%. Als letztes ist noch gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass genau eine von Ihnen zur Wiederholung ausgewählt wird. Versuche auch hier wieder, die Aufgabe zuerst selbstständig zu lösen. Halte das Video bitte kurz an. Zuerst sehen wir uns an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Melanie ausgewählt wird und Stephanie nicht. Wir haben auch hier wieder 28 über 5 mögliche Fälle. Günstig ist es hier, wenn aus den übrigen 26 Schülerinnen und Schüler 4 ausgewählt werden. Also beträgt die Anzahl der günstigen Ergebnisse 26 über 4. Somit haben wir schon die Wahrscheinlichkeit gefunden, dass Melanie drankommt. Und Stephanie nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Stephanie drankommt und Melanie nicht, ist natürlich gleich groß. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, dass genau eine drankommt, multiplizieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass Melanie drankommt, also mit 2. Das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 30,42%. Um diese Wahrscheinlichkeit zu berechnen, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Gesamt gibt es nur die Möglichkeiten, dass beide nicht zur Wiederholung ausgewählt werden, dass sie beide ausgewählt werden und dass genau eine von Ihnen zur Wiederholung ausgewählt wird. Ziehen wir also von den 100% die Wahrscheinlichkeit, dass beide nicht ausgewählt werden, also 66,93, und die Wahrscheinlichkeit, dass beide ausgewählt werden, also 2,64% ab, erhalten wir eine Wahrscheinlichkeit von 30,42%. Das ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine von Ihnen zur Wiederholung ausgewählt wird. Somit sind wir schon wieder am Ende. Danke und bis zum nächsten Video.